Hey, Schusch, Leute, und willkommen zum Weihnachtsvideo jetzt hier 2018. Ich bin es mittlerweile, ich muss es jetzt mal kurz nebenbei schon mal erwähnen, ich bin es irgendwie nicht mehr gewohnt, so wirklich mich nur hinzusetzen und zu einer Kamera zu reden. Ist jetzt ein bisschen her, weil irgendwie in letzter Zeit mache ich eigentlich alles, was ich mache, irgendwie über Stream. Oder halt irgendwie ein anderes Video, wo Kontext zu ist. Also, ein bisschen schwierig gerade für mich. Also, bitte ich euch zu entschuldigen, falls ich ein bisschen durch die Gegend stammel hier gerade. Nee, aber wir machen natürlich unser alljährliches Weihnachtsvideo, so wie jedes Jahr. Und es gibt so ein bisschen was zu erzählen, so ein bisschen was zu berichten, könnte man auch sagen. Erstmal, das ist das erste Weihnachten, wo ich jetzt tatsächlich einen Bart habe. Und ja, ich weiß auch nicht. Ich mag meinen Bart, der ist toll. Außer der hier oben, der nervt immer nur. Deswegen kommt der immer ab. Und dann weint er und das ist nicht schön. Auf jeden Fall, ja, wir feiern heute Weihnachten und wir machen es bei uns wie jedes Jahr. Wir gehen heute Abend zu Heiligabend dann runter zu meiner Familie und dann an sich ist es überwiegend immer schön essen und dann schön beisammen sein und Klassiker genießen und einfach so. Es ist bei uns sehr traditionell, könnte man sagen, also so wie jedes Jahr eigentlich. Deswegen habe ich da nicht viel zu erzählen. Denn für mich persönlich... An Veränderung kommt nächstes Jahr mehr als genug. Denn für diejenigen, die es noch nicht mitbekommen haben, ich habe jetzt ab dem 2.1. habe ich tatsächlich wieder einen Job. Und ich bin dann Teilzeit, denn also ich bin Teilzeit nur unterwegs, 30 Stunden. Und ja, da bin ich dann jetzt in der Nähe, in einem kleinen Bistro / Bäckerei bin ich dann am Arbeiten und werde dann da so meine Brötchen verdienen, sagen wir es mal so. Deswegen, es wird sich in der Zeit dann einiges ändern hier. Sowohl was Content angeht, sowohl was auch Streams angeht. Aber ich werde natürlich nicht aufhören. Also ich habe es damals geschafft, mit 40 Stunden irgendwie das Ganze noch unter einen Hut zu kriegen. Also werde ich das dann mit 30 wohl erst recht hinkriegen. Klar, ich werde sehr oft Frühschicht haben. Das ist mir jetzt schon bewusst. Da muss ich meinen Schlafrhythmus drauf einstellen. Und das wird er dann hoffentlich auch. Und dann wird er schon irgendwie... aber ja, was das hier für euch so für den Content zu sagen hat, ist denn eher so nach dem Motto, zum einen, das wollte ich eigentlich in einem separaten Video machen, aber jetzt mittlerweile denke ich mir, ich kann es auch hier jetzt sagen, weil hier kriegen es die Leute am ehesten mit. Ich werde höchstwahrscheinlich noch vor dem 1., also noch dieses Jahr quasi, meinen Patreon schließen, sodass man da nicht mehr pledgen kann. Und das hat mehrere Gründe. Zum einen habe ich Patreon damals aufgemacht, um mich wirklich, wenn ich hier das Ganze... Ich habe ja versucht, dieses Jahr 2018 wirklich mit YouTube und Twitch über Wasser zu bleiben. Und es hat nicht funktioniert. Das habe ich zum Glück relativ zeitig realisiert und habe dann angefangen, wieder mich auf Jobsuche zu begeben und hatte da mehr als nur Glück. Also, es ist sowieso, weil... Das kann ich eigentlich auch mal ganz kurz erzählen. Bei dieser Bäckerei / Bistro, da hole ich manchmal meine Brötchen, wenn ich mit meiner Mutter unterwegs bin. Und die hatten so einen Zettel ausliegen, von wegen, man sucht Verstärkung fürs Team. Und ich habe einfach nicht nachgedacht, ich habe es mitgenommen, ausgefüllt, losgeschickt. Und ein paar Tage später habe ich einen Anruf bekommen. Und dann hieß es, ja, Bewerbungsgespräch, wie wär's denn, haben Sie nicht Bock? Und ich so, ja, ich habe durchaus Bock, also ich habe da richtig Bock drauf. Und also ich hatte mehr Glück als Verstand, könnte man sagen, was das angeht. Nichtsdestotrotz, Patreon sollte ursprünglich denn mehr ein Mittel sein, mich über Wasser zu halten in der Zeit hier. Wir versuchen irgendwie das Ganze zu überbrücken. Sollte es denn funktionieren, dass das als Stütze gelten würde für mich, als finanzielle Stütze. Und ich bin euch da auch sehr dankbar drüber an alle, die mich da unterstützt haben, sowohl da als auch auf Twitch. Und deswegen habe ich auch noch was vor, da ihr kommt mir nicht so ungeschoren davon, da könnt ihr euch jetzt schon sagen. Ich muss mal gucken, ich hoffe, ich kriege das dieses Jahr noch hin. Kann also sein, dass es ein bisschen verspätet kommt, aber ich habe noch was vor, wo ich machen möchte, hier mit YouTube und Twitch kombiniert, basically. Und ja, das kann aber sein, dass es noch ein bisschen dauert und ein bisschen sich verzögert, aber ich gebe mein Bestes, dass das noch funktioniert. Und gerade jetzt, wo ich dann gesagt habe, ich möchte lieber Videos mit Qualität raushauen, anstatt irgendwie so billig Gerotze. Klar, meine YouTube-Views, die gehen runter, ist richtig, aber ich hau lieber mal ein Video raus, wo gut ist. Oder mal
ganze Streams, wo ich mir denke, ja, das waren schöne Streams, die lade ich dann auch hoch, wie zum Beispiel jetzt die Spyro-Streams. Die lade ich jetzt auch demnächst nach und nach hoch. Aber ich habe dann halt jetzt überlegt, für diejenigen, die mich trotzdem noch unterstützen wollen, und ich bin euch da immer noch dankbar drüber und immer wieder, für die gibt es immer noch Twitch. Und solltet ihr da irgendwas von haben wollen, was ich auch durchaus verstehen kann, weil ich weiß, wie man an Geld kommt, ist nicht so easy. Ich habe überlegt, aber das ist auch wieder, also nehmt mir es nicht komplett so, dass es morgen fertig ist, aber ich habe dann überlegt, als Ersatz für Patreon quasi wollte ich mich mal umhören bezüglich Merch, ob ich irgendwie Merch anbieten kann, sollte da das Interesse überhaupt bestehen. Deswegen habe ich überlegt, da was anzufangen, wollte mich mal umhören, wo man das am besten machen kann. Also auch solltet ihr da irgendwie Erfahrung gemacht haben mit Merch, also wie man sowas startet, dann schreibt es mir bitte in die Kommentare oder kontaktiert mich irgendwie auf Twitter oder auf unserem LH-Server, weil das wäre schon cool, wenn ich da so ein bisschen Hilfe hätte. Ich habe da nämlich null Ahnung von. Und dann habe ich schon mit Keso drüber geredet, sie würde mir da helfen, dass wir da was designen, weil ich möchte dann auch, dass ihr etwas als Merch kauft, sag ich mal, wo ihr sagt, ja, das möchte ich auch so tragen, das sieht auch schön aus. Das kann ich in der Öffentlichkeit tragen, ohne mich dafür schämen zu müssen, so in etwa. Deswegen, ich möchte auch nicht so ein Trash raushauen, deswegen, man muss da schon ein bisschen gucken. Deswegen, ja, Patreon werde ich höchstwahrscheinlich noch denn dieses Jahr schließen. Da muss ich mal gucken, wie ich das am effizientesten mache, weil an sich möchte ich den Kanal nicht das Ganze nicht komplett löschen, weil da habe ich mir jetzt das Befürchtnis, dass ich nächstes Jahr dann auf einmal den Scheiß für meine Gehalts, für meine Steuern brauche. Der Scheiß ist bei the way immer noch ein Ding. Und ja, und dann sitze ich da und komme nicht mehr in den Kram ran, weil ich Idiot meinen Kanal gelöscht habe. Deswegen, das möchte ich eigentlich nicht machen, aber ich glaube, ich weiß, wie ich das in etwa hinkriege. Da werde ich auch mal so ein, zwei Personen fragen, ob die mir dabei helfen können die Tage, und dann kriegen wir das schon hin. Auf jeden Fall, das ist bezüglich Patreon. Wie gesagt, nochmal vielen Dank für alle, die mich jetzt in diesem Jahr unterstützt haben auf dieser Reise. Es war schön, das mal auch so wirklich Vollzeit zu machen. Und ja, es war schön. Aber klar, wir streamen weiter sowieso. Videos wird es auch weiterhin geben, selbst im nächsten Jahr, wenn ich Arbeit wieder habe. Nur Videos dann halt ein bisschen unregelmäßiger eventuell. Wird vielleicht dann eher dann und wann mal dazu resultieren, dass ein Stream hochgeladen wird oder dann und wann mal was. Aber ich möchte nicht wieder dahin zurücklaufen, dass ich so, ja, einfach so Shotgun-Prinzip einfach. Klar, bringt Views auf große, weil du einfach deinen Kanal mit, deine Abo-Box mit Müll zuspammst, aber das möchte ich nicht mehr. Deswegen, ja, und Twitch ist na klar, da gibt's nächstes Jahr um einiges, wo ich mich drauf freue. Also ich habe mir extra schon eine Liste angelegt, weil ich sonst den Überblick verliere, was ich nächstes Jahr machen möchte an Neu-Releasen allein schon. Das Problem ist, es kommt alles so, ich weiß, es ist jetzt hier gerade alles mega unweihnachtlich, meine Fresse. Aber ich möchte halt nächstes Jahr tatsächlich ein paar Neu-Releases tackeln, die denn, wo ich weiß, dass ich, hoffentlich, dass sie gut werden. Nämlich Resident Evil 2 Remake und Kingdom Hearts 3 kommen beide im Januar, fast in derselben Woche, also ja, das könnte ein bisschen tricky werden. Und im März dieselbe Soße mit Left Alive, also, und Devil May Cry 5. Könnte ein bisschen knapp werden, also ich werde wahrscheinlich dann Privilegien ziehen müssen. Und dann muss ich mal gucken, was wir da als erstes machen und wie wir das am ehesten machen. Ist ein bisschen tricky alles, muss man ja mal sagen. Aber ja, das ist jetzt so mein Jahr im Groben gewesen. Sehr viel gestreamt, sehr viel YouTube-Veränderungen. Ich habe viel von der ganzen Sache gelernt auch hier. So von sowas Selbstverdiener zu sein, also wirklich eigenständig zu sein. Es klingt auf Papier immer so piss einfach und so. So, es ist doch alle, liegt doch auf den Bäumen. Und in Wirklichkeit denkst du dir, shit, ist jetzt nicht so nice. Nee, aber auch nochmal vielen Dank an, also ich weiß jetzt nicht, ob ich euch hier großartig das groß highlighten darf, aber es gab jetzt als Vorweihnachtsgeschenk für mich in einem Stream gab's was. Die Leute wissen, wer gemeint ist, und ich habe euch damals schon, also in dem Punkt schon meinen Dank ausgesprochen, und ich weiß auch nicht, wie ich denn sowas noch mehr machen kann, als ich es ohnehin schon, also ich kann danken, und ich weiß, ihr macht das, weil ihr es wollt. Deswegen, ich bin auch froh darüber, dass ihr es wirklich aus eigenen Stücken macht und nicht irgendwie
so eine Manipulationsscheiße wie bei den anderen hier, wo es nicht alles gibt. Das will ich nicht, das ist nicht schön. Das muss auch nicht sein. Da fühlt man sich auch kacke, also ich zumindest. Ich weiß auch nicht, wo die Leute das gelassen haben, aber es ist so. Nee, ich bin jetzt mittlerweile richtig wieder in Weihnachtslaune. Morgen kommt der Großteil meiner Familie zum Weihnachtsessen und generell. Es wird richtig schön. Der zweite wird dann bei uns immer eher so Chill-Zone. Also es kann auch sein, dass ich am zweiten streame, ich weiß es nicht. Muss man mal gucken. Je nachdem, wie Lust und Laune ist. Und ja, ich bin jetzt schon an sich, ich bin glücklich. Ich bin glücklich, dass ich wieder einen Job habe. Das ist eine Sorge, wo mir einfach genommen wurde jetzt. Und ja, der Rest ergibt sich dann hoffentlich, wie alle sagen, von selbst. Deswegen euch eine wunderschöne Weihnacht und wir sehen uns dann auf jeden Fall noch wieder in diesem Jahr. Also, ne, sowohl in Streams, ich streame auf jeden Fall dieses Jahr noch, da kommt ihr mir so nicht davon. Und es wird auf jeden Fall noch ein Video geben, wo... soll ich es euch spoilern? I don't. Ich mache es mal nicht. Euch noch ein schönes Weihnachtsfest und bis dahin, sehr Leute.